Ja, Freunde, Lockdown, der harte Lockdown ist da. Ich habe aber trotzdem gute Nachrichten. Und zwar um 17.30 Uhr heute fängt mein erstes Gefecht an sozusagen. Ich habe einen Zugpartner. Also wir fahren zu zweit, zwei Streamer gegen zwei Streamer. Es ist ein Charity-Event auf Twitch. Ich glaube, Top 10, Top 12 Streamer aus Deutschland, so in etwa. Ja, also ich gehöre wohl irgendwie auch dazu. Ich glaube, Top 10 oder Top 15, Top 12, ich weiß es nicht. Der größten World of Tanks Streamer machen einen Spendenmarathon dieses Wochenende. Heute ist der Anfang, also mein Gefecht fängt um 17.30 Uhr an. Und ja, wir versuchen 50.000 Euro für gute Zwecke zusammen zu streamen. Das heißt, ihr guckt uns beim Panzergefecht zu, zwei Streamer gegen zwei andere Streamer und dann, ja, je nachdem wer gewinnt, die kommen weiter und kämpfen wieder gegen und am Ende gibt's Gewinner und so weiter und so fort. Und ja, während des ganzen Wochenendes sozusagen kann man dann spenden für, ich glaube, 4, 5, 6 verschiedene Organisationen, unter anderem Kinderhospiz und so weiter und so fort, also viele gute Zwecke für Obdachlose mit ihren Hunden und so weiter, also viele verschiedene Projekte. Und ja, der Stream sozusagen fängt schon um 15 Uhr an, so ungefähr. Also jetzt gleich, also 15.30 Uhr. Mein erstes Gefecht ist um 17.30 Uhr und dann nochmal um 21 Uhr. Das heißt, wenn ihr Lockdown habt, ihr habt Langeweile, man kann jetzt nicht rausgehen, feiern oder irgendwas, ihr habt heute, morgen und am Sonntag was zu tun, folgt mir auf Twitch, Akku Power Twitch, ja, der Stream, also ich schmeiß den Stream wahrscheinlich auch gleich an. Und ansonsten, ja, schaut mal unter Kategorie World of Tanks auf Twitch. Wer sich noch keinen Twitch-Account gemacht hat, tut mir einen Gefallen. Das dauert vielleicht eine halbe Minute, ja. Eine E-Mail-Adresse, ein Passwort, schon habt ihr Twitch. Ja, geht auf Twitch, registriert euch, followt mir, AkkuPower Twitch. Der Follow kostet auch nichts, ist genau wie auf YouTube. Man kann einfach ein Follow da lassen, ohne dass es was kostet. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr dann trotzdem subben. Ja, ansonsten freue ich mich, dass ich da mitmachen kann. Wie gesagt, die mit der meisten Reichweite, das sind teilweise auch Leute, zwei, drei Leute von denen haben zwischen, ja, also wenn es gut läuft bei denen, 5, 6, 7.000 Zuschauer gleichzeitig. Wenn man sich vorstellt, so ein Montana Black hat irgendwie, ja, zwischen 20 und 40.000, das ist der größte Streamer. Also das sind keine kleinen Streamer, ja, das sind schon Leute, die auch ein bisschen Reichweite haben. Wird eine lustige Sache, viele Leute kommentieren, auch das ist das Geile bei Twitch, live Kommentare, so, man schreibt live, was man gerade vom Gefecht hält. Würde mich freuen, wenn so viele Leute wie möglich da mitmachen. Und nein, ich habe YouTube nicht vergessen. Ich habe diese Woche zum Beispiel richtig reingeklotzt. Ich habe, ich glaube, ein oder zweimal Pause gemacht. Ich habe wieder fünfmal trainiert diese Woche. Ich hatte ja diese komische Sache, die gerade um die ganze Welt geht, während warum wir auch den Lockdown haben. Ich hatte Corona. Und war zwei Wochen lahmgelegt, ich hatte Quarantäne plus nochmal Verlängerungsquarantäne und ja, jetzt seit anderthalb, zwei Wochen geht es mir wieder gut, ich trainiere auch, ich habe sehr leichte Gewichte in der ersten Woche genommen, diese Woche habe ich mich dann nochmal um 10, 15 Kilo, je nachdem welche Übung, gesteigert, nächste Woche geht es so weiter und ich denke mal in spätestens 1, 2, 3 Wochen müsste ich wieder bei alten Leistungen sein, was Kraftsport angeht, ja. Ansonsten würde mich freuen, wenn ihr auch hier die Glocke aktiviert, damit die Videos auch ein bisschen, sage ich mal, zumindest die Follower hier auf YouTube auch erreichen. Facebook und Instagram habe ich auch, followt auch dort. Und ich kann euch wärmstens unser Twitch-Turnier in World of Tanks dieses Wochenende ans Herz legen, weil die besten World of Tanks-Streamer spielen gegeneinander. Ja, und World of Tanks ist nicht einfach irgendein Ballerspiel, das ist Schach mit Panzern. Das heißt, das ist ein Panzerspiel, das ist ein Strategiespiel, aber auf höchstem Niveau. Also, sinnloses Rumgeballere ist nicht, man muss nachdenken, man muss gucken, von welcher Flanke, aus welchem Busch, wo versteckt man sich, von wo aus kommt man reingedonnert und so weiter und so fort, also richtig geil. Wir sehen uns auf Twitch, Akku Power Twitch und wie gesagt, sucht unter Kategorie World of Tanks und schaut mal die höchst geklicktesten Twitch-Streams und da werdet ihr mich um 17.30 Uhr, wie gesagt, heute und 17.30 Uhr heute und 21 Uhr nochmal heute Abend mit einem Partner, also wir fahren zu zweit, ne, gegen zwei andere Streamer, 17.30 Uhr und 21 Uhr heute am Freitag und morgen, ich meine so
16:30 Uhr geht's in die dritte Runde und je nachdem, ob wir weiterkommen oder nicht, geht's dann weiter. Und ja, man kann da dort ein bisschen per PayPal und so weiter und so fort Donations machen für diese Charity-Geschichte. Ja, denkt dran, Kinderhospiz für Obdachlose mit ihren Haustieren und so weiter. Ja, ich habe noch ein bisschen Reizhusten, wenn ich zu viel und zu laut rede, aber das hat mit der anderen Geschichte nichts zu tun, die ist schon längst vorbei. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mich endlich, ich habe auch vor kurzem die 8000er Follower geknackt auf Twitch nach ungefähr ein Jahr streamen, ja, circa ein Jahr. 8000 Follower sind geknackt. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr Langeweile habt, schaut unbedingt rein. Und ja, ich denke mal, morgen gibt es dann ein Video, weil viele haben mich gefragt zu dieser Drachenlord Kevin Volta Geschichte und einige verschiedene Themen, die auch Richtung Kraftsport gehen und so weiter und so fort. Meine Meinung dazu, das werde ich dann morgen, übermorgen auch nochmal in einem etwas längeren Video sagen. Also, wir sehen uns auf Twitch, Akku Power Twitch. Bis dann, ciao.